Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich gestatte mir weiterzufahren. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf das vorangegangene Traktandum 1, Wahlen, und Ihnen sagen, zum Organisatorischen ein Satz: Wir werden uns verbessern. Wir kommen zu Traktandum 2, Protokoll. Es gab Änderungsanträge von Herrn Peter Wüttrich, von Herrn David Schrembri. Wir haben diese berücksichtigt. Gibt es Ihrerseits noch irgendwelche Wünsche im Zusammenhang mit dem Protokoll? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Sie bitten, mit Hand erheben, das Protokoll zu genehmigen. Das scheint ziemlich einstimmig zu sein. Gibt es irgendeine Bedenken
die sich ausdrücken in Enthaltungen. Scheint nicht der Fall zu sein. Gegenstimmen? Auch nicht. Ich danke herzlich der Verfasserin für diese Riesenarbeit, Frau Eidelstein. Herzlichen Dank für die Protokollführung. Wir kommen zu Traktandum 3, Informationen. Sie haben Unterlagen schriftlich bekommen, verschiedene Mitteilungen. Meinerseits habe ich nur beizufügen, in der Geschichte Frau Gössi, Präsidentin der FDP Schweiz, und ihren Bemerkungen im Zusammenhang mit AHV-Vorlage und Auslandsschweizerin Schweizer. Wir haben interveniert. Sie hat geantwortet und zum Schluss, wir machen, das gehört zu unserem Stil, aus ein bisschen Judo. Aus kritischen Geschäften machen wir etwas Positives und der nächste Schritt, wir werden uns im Parlament, ich bin persönlich von ihr eingeladen, wir werden uns im Parlament treffen und ich hoffe, dass ich Sie von der ASO und unserer Gemeinschaft überzeugen kann. Und da ich jetzt weiß, ich habe Herr Werle und andere im Rücken, wird uns das sicher gelingen. Also, das ist wieder auf der, hoffe ich, auf der normalen Schiene und wir können weiter arbeiten. Informationen aus der Direktion, wem darf ich das Wort geben? Also das Sekretariat der ASO hat zwischen dem 18. und 31. Mai eine Umfrage bezüglich der Frequenz der Auslandsschweizer Sitzungen versendet. Und die Umfrage geht an alle 140 Delegierten der ehemaligen Periode, Legislaturperiode 2013-2017. Sie haben das Dokument in Ihrer Mappe bekommen. Und die Rückmeldung von 59 Antworten ergibt eine Rücklaufsquote von 42%. Die Resultate nur kurz der Umfrage plädiert für das Status quo, das meint zwei Sitzungen pro Jahr, einmal im März und einmal im August. Und wir werden aber noch einmal diese Umfrage gemacht, auch mit dieses neuen Gremium, um auch noch einmal zu prüfen und checken, dass ihr alle wirklich für diese zwei Sitzungen pro Jahr sind und immer im März und im August. Das ist nur kurze Information. Jetzt über das Team der ASO. Wir sind 17 Mitarbeiter bei der ASO in Bern an der Alpenstraße 26 und 24. Wir sind zwei Direktorinnen, Frau Sarah Mastantoni und ich. Und bei dem Jugenddienst ist Herr Bischterbosch der Leiter von dem Jugenddienst. Es sind zwei andere Mitarbeiterinnen, im Moment drei. Frau Angela Husi arbeitet noch für die ASO bis Ende des Monats und ihre Nachfolgerin, Frau Maria Bloch, hat aber schon angefangen und Miriam Thüller arbeitet, sie ist auch bei uns heute dort. Sie arbeitet auch für den Jugenddienst. In der Abteilung Marketing und Kommunikation haben wir Frau Sibiria Berach, die zuständig ist für das Sponsoring, Frau Christine Allemann hier, die zuständig ist für den Kongress. Am Samstag ist es ihr letzten Tag für den Kongress bei der ASO. Ihre Nachfolgerin, wir werden natürlich Christine Allemann noch richtig feiern am Samstag und danken. Ihre Nachfolgerin, Frau Katharina Schettmann, wird schon am Samstag auch mit uns sein. Frau Anne-Kathrin Clement, die auch dort ist, ist zuständig für die Medienpublikationen. Und Herr Thomas Schneider ist auch gerade dort im Saal. Er ist zuständig für die neuen Medien und natürlich für Swiss Community. Er macht den Streaming heute, so man kann das weltweit sehen, diese Sitzung. Weiter vom Team haben wir Marco Lechtinen, der auch im Saal ist. Der ist Chefredakteur der Schweizer Revue, der ist dort, sitzt dort und er wird bald unterstützt von einer Redaktionssekretärin, das ist Sandra Krebs, die ab Oktober in der Auslandschweizer Organisation arbeiten wird. Im Rechtsdienst haben wir Ursula Schindler, sie hat die Mappe verteilt draußen, zusammen mit Attila Kistekeri, unser Buchhalter, die Sie alle wahrscheinlich auch gut kennen.
Anna-Karin Eidelstein, das ist unsere Direktionsassistentin. Sie macht heute das Protokoll und ja, Sie haben schon mit ihr E-Mails Verkehr gehabt, wahrscheinlich, oder Telefon. Iris Schädeli ist auch hier. Sie ist unsere Rezeptionistin. Das ist die erste Stimme, die Sie hören, wenn Sie uns anrufen. Dann haben wir in Bern unser Abwart, Ferhitz Hotti, und sein Sohn, der Iris Fisnik Hotti, das war unser Lernender. Er kennt jetzt auch seine letzten Tage bei der ASO, weil er jetzt die Lehre abgeschlossen hat und bleibt noch eine Woche bei uns. Dann haben wir unter dem Dach der Auslandschweizer Organisation zwei Institutionen. Das ist die Education Suisse. Education Suisse kümmert sich um die Schweizer Schulen im Ausland und beratet auch junge Auslandschweizer, die in der Schweiz studieren wollen. Die Geschäftsführerin ist Barbara Sulzer-Smith. Ruth von Gunten ist auch hier, sie ist jetzt in der Tribüne. Sie kümmert sich hauptsächlich um die Beratung von jungen Auslandschweizer. Sie wird hier unterstützt durch Anja Lötscher und Olivia Ualani unterstützt mehr im Bereich Schweizer Schulen im Ausland, macht die ganze Administration für die Schweizer Schulen im Ausland. Wir haben auch die Stiftung für junge Auslandschweizer, die wir heute ein bisschen besser kennenlernen werden. Wir haben den Präsident auch hier, wieder der Präsident von Education Suisse, sind beide im Rat vertreten, Herr Ansambül für Education Suisse und Philipp Wimmer für die Stiftung für junge Auslandschweizer. Loic Roth ist der Geschäftsführer von der Stiftung für junge Auslandschweizer. Er wird unterstützt durch Sibyl Kappeler, die die ganze Organisation der Kinderlager übernimmt für Kinder von 8 bis 14 Jahre. Und die Administration macht Ariane Rulle, die auch zu uns stoßen wird später. Vielen Dank. Gibt es zur ASO-Organisation eine Frage? Scheint alles klar zu sein. Dann darf ich Herr Botschafter Buri das Wort geben. Darf ich Sie bitten? Mikro. Es ist immer ein sehr schöner Moment, wenn die Präsentation auch da ist. Herr Präsident, Frau Präsidentin, Damen und Herren, Stände und Nationalrätinnen, Nationalräte, liebe Delegierte, liebe Auslandschweizer, ich freue mich sehr, hier das erste Mal vor diesem neuen Auslandschweizer Rat zu stehen. Ich gratuliere Ihnen allen zu Ihrer Ernennung, zu Ihrer Wahl. Ich freue mich sehr, dass ich viele bekannte Gesichter noch immer sehe. Ich freue mich aber auch ganz außerordentlich, dass ich viele neue Gesichter auch kennenlernen kann und die Person hinter den neuen Gesichtern kennenlernen kann. Ich möchte gerne meine kommenden Ausführungen ein bisschen auf die neuen Gesichter ausrichten und Ihnen einige grundlegende Dinge sagen, die dann vielleicht die kommende Zusammenarbeit auch erleichtern möchten, auch erleichtern könnten. Zu den ganz grundlegenden Dingen gehört Folgendes, und ich habe es hier viel schöner noch im Saal gefunden, wenn Sie sehen, wie der Kanton Basel zur Eidgenossenschaft gestoßen ist, also wie der Kanton zum Bund gestoßen ist, dann möchten Sie bitte folgenden Textteil lesen. Könnte ich nicht das mobile Mikrofon? Vielen Dank, ich hole mir sonst einen Rückenschaden. Möchten Sie vielleicht das da oben lesen, den obersten Absatz, wie das gegangen ist 1501 auf dem Marktplatz hier vor dem Rathaus? Sie sehen im mittelsten Bild, ich bin also ganz gerührt über die Platzierung dieser Szene, das ist offenbar das Wichtigste in diesem Basler Ratssaal, sehen Sie, wie der Basler, wie die Basler also auf die Bundesrolle des eidgenössischen Gesandten, das wäre sicher heute ein Parlamentarier gewesen und nicht ein Bundesbeamter, ihren Eid leisten, der Eid geleistet von der ganzen Gemeinde, den Eidgenossen und sodann von diesen
der Stadt Basel. Eine beeindruckende Szene der Treue zur Eidgenossenschaft, die hier abgelegt wird. Ich komme dann auch zum Rhein, der zum Baden empfohlen worden ist und im Sinne des, einer weiten Auslegung des Lebensmittelgesetzes, dass die Zutaten des Rheins deklariert werden müssen, möchte ich Ihnen hier aus Wikipedia zeigen, dass beim Zusammenfluss von Aare und Rhein mehr Aare drin ist als Rhein. Ich habe also gestern noch in der Aare gebadet und dieses Wasser ist bereits vorbei. Am Mittag in Bern ist die Aare-Temperatur auf 19,7 Grad vorhergesehen und Sie werden also am Abend nach der Sitzung etwa dieses Wasser hier im Rhein haben, mehr als die Hälfte des Wassers, und der Questor ist nicht da, aber ich kann versichern, das Ilfiswasser und Emmenwasser wären, ah da ist er, ist also enthalten. Grüß nach Trubschachen. Voilà. Sie entschuldigen diesen kleinen Exkurs, der nicht meinem Pflichtenheft entsprochen hat. Ich möchte kurz die konsularische Direktion im EDA, der ich vorstehe, Ihnen vorstellen, dann einen kurzen Ausblick geben auf das zweite Semester 2017 konsularisch und dann stehe ich natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Zuerst einmal möchte ich Ihnen die Struktur des EDA zeigen. Das EDA ist eines der 7 Departemente des Bundes und es besteht aus der Zentrale und dem Außennetz. Das Außennetz wird nur vom EDA betrieben, es steht aber der ganzen Bundesverwaltung zur Verfügung. Wenn ich Außennetz sage, spreche ich über Botschaften, spreche ich über Konsulate. Und in fast allen Botschaften haben wir eine Konsularabteilung drin. Sie sehen das also hier. Wir haben 90 operative Konsularabteilungen rund um die Welt. Und Sie als nahezu 800.000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind all einer dieser Konsularabteilungen zugeordnet. Sie sehen den Aufbau. Die meisten Vertretungen der Schweiz haben 3 wesentliche operative Abteilungen. Sie haben eine politische Abteilung, die für die bilateralen Beziehungen zum Gaststaat zuständig sind. Dort laufen auch Verhandlungen drüber. Sie werden geleitet vom Staatssekretariat in Bern und die Baslerin, Entschuldigung, die Staatssekretärin Frau Pascal Beriswil, die eben auch für Sie und in Ihrem Dienst Verhandlungen leitet, wird sich morgen ja am Kongress vorstellen dürfen. Dann haben wir die Entwicklungszusammenarbeit, das ist vor allem in unseren Südvertretungen, und die rapportieren an der Zentrale, an die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Und alles, was die Kundendienstleistungen angeht, an die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, an die Schweizerinnen und Schweizer, die sich im Ausland befinden und ein Problem haben, sei es nach einem terroristischen Anschlag wie gestern in Barcelona oder sei es auch nur ein Ausweisverlust, wie er 1000, 3000 Mal pro Jahr im Ausland vorkommt, der richtet sich eben an die Konsularabteilungen. Auch zu den Konsularabteilungen gehen unsere Visakundinnen, Visakunden, und hier ist heute Morgen bereits erwähnt worden etwas, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich die ausländischen Lebenspartnerinnen und Lebenspartner von Auslandschweizern. Und diese, ich springe zurück, diese Konsularabteilungen haben eben auch eine Zentrale, und diese Zentrale, das sind wir, die konsularische Direktion. Sie können also eigentlich alles, was Sie im Dienstleistungsbereich mit Ihrer Vertretung besprechen möchten, könnten Sie auch mit uns besprechen. Wir sind sehr interessiert über das Funktionieren unserer Vertretungen, von Ihnen Feedbacks zu haben und stehen jederzeit zur Verfügung. Noch kurz ein paar Worte zu unseren Bestsellern. Am meisten Geschäftsfälle, wenn ich das mal so statistisch sagen darf, haben wir natürlich im Visa-Bereich. Wir stellen über 500.000 Visa pro Jahr aus. Dieses Jahr wird wahrscheinlich ein Rekordjahr. Die Inder haben die Schweiz definitiv entdeckt.
Dann im Bereich der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind es die An-, Ab- und Ummeldungen. Sie sehen, auch eine sehr hohe Zahl. Wir stellen Ausweise aus, das wissen Sie. Und dann natürlich auch Zivilstandsänderungen. Ein bisschen weniger bekannte Dienstleistungen sehen Sie auf der Liste unten dran. Da ist also einiges drin im Leistungskatalog eines Konsulates. Wir haben 130 zertifizierte konsularische Prozesse. Gut, neben den Konsulaten, die Ihnen direkt und vor Ort und leider häufig nicht gerade in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung stehen, ich denke da an die sehr großen Länder oder die Länder, wo wir wenige Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer haben, für die, die oft reisen müssen, wir wissen, das ist mühsam, steht Ihnen natürlich rund um die Uhr auch unser Informationszentrum auf dem www.edaadmin.ch-Website zur Verfügung. Und dieses Informationszentrum, das ist im Bereich der Dienstleistungen namentlich angesiedelt. Dann haben Sie den Online-Schalter, wo Sie die An- und Abmeldungen vornehmen können, wo Sie konsularische Prozesse einleiten können. Ich habe das an vergangenen Sitzungen vorgestellt und werde es bei Gelegenheit auch wieder tun. Mittlerweile haben wir etwa 8000 Kundinnen und Kunden unter den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern auf unserem Online-Schalter. Das Maximum, das wir erreichen können, ist 775.000. Also long way to go. Ganz wichtig auch für Sie, rund um die Uhr können Sie das EDA erreichen über unsere Helpline. Und hier haben Sie die Koordinaten, wie Sie diese Helpline anrufen können, wie Sie sie anmailen, anskypen können. Das sind ausgebildete konsularische Fachkräfte und die können Ihnen zu fast allen Problemen, die Sie im Bereich Ausweisschriften, die Sie im Bereich Ihrer persönlichen Sicherheit, Interpretation der Reisehinweise und so weiter haben könnten, helfen. Und es sind auch, wenn Sie sich selber im Ausland befinden, also wenn Sie, sagen wir, eine Ferienreise von Südafrika nach Namibia machen und Sie haben in Namibia Probleme, dann ist auch die Helpline Ihr erster möglicher Ansprechpartner. Voilà. Gut, ganz kurz zu unseren Tätigkeiten und Projekten für das nächste Semester. Wir werden natürlich, ich spreche jetzt vor allem über den Bereich der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, wir haben dieses Projekt, das Ihnen noch vorgestellt werden wird, in anderem Rahmen, dass wir zusätzliche Verantwortungen, aber auch finanzielle Mittel an die ASO abtreten für die Schweizer Revue. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden schauen, wie es weitergeht mit dem Auslandschweizerrat. Es ist ja von parlamentarischer Seite gewünscht worden, dass dieser Auslandschweizerrat immer eine repräsentativere Abstützung haben soll. Und wir werden dem Parlament auch berichten müssen. Und insofern werden wir mit der ASO schauen, ob der Weg in die richtige Richtung gegangen ist, einen Rückblick auf diese Wahl machen. Wir werden weiterhin die ASO unterstützen, aber auch unsere Eigenmittel, dass wir den Kontakt zu den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern zunehmend digitalisieren können. Also wir brauchen noch viel mehr E-Mail-Adressen von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern. Nicht obligatorisch. Es bleibt weiterhin eine Option, dass man die Schweizer Revue in Papier erhält, aber ganz viele andere Informationen wie Botschafts-Newsletters und so weiter können Sie natürlich nur per E-Mail haben. Und unser Netzwerk zu den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern ist erst dann komplett, wenn wir alle Haushalte auch per E-Mail erreichen können. Heute sind wir bei 62%. Das Letzte ist die Bindung zu den jungen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern. Ich möchte nicht länger werden, aber ich möchte den Herrn Präsidenten bitten, dass ich Frau Simon Flubacher ganz kurz das Wort sehr geben gerne darf. In der konsularischen Direktion gibt es eine Delegierte des
Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten, die für die Auslandschweizer Beziehungen zuständig ist. Sie haben es in den einleitenden Worten gehört. Wir haben hier ein neues Gesicht und ich möchte mich von Ihnen auch schon gerade verabschieden. Ich stehe dann später selbstverständlich auch für Fragen und Bemerkungen zur Verfügung. Ich freue mich ganz außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit diesem neuen Rat und gebe jetzt das Mikrofon an Frau Flugbacher. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Botschafter Buri. Jetzt muss ich ein bisschen mehr Wasser in den Rhein fließen lassen, denke ich, dem Gleichgewicht zuliebe. Erlauben Sie mir die Abkürzung in der Begrüßung. Und zwar möchte ich insbesondere an Sie, liebe Ratsmitglieder, verehrte Damen und Herren, ein paar Worte richten, um mich vorzustellen. Das Beste, das ich dazu verwenden kann, ist der Name meiner neuen Abteilung, Ausland-Schweizer Beziehungen. Und ich beginne gleich hinten, Beziehungen. Beziehungen sind mir wichtig. Beziehungen zu Ihnen, meine lieben Ratsmitglieder, zu ASO, unseren wichtigsten Partnerin. Ja, Beziehungen bedeuten Austausch, Vielfalt und ich freue mich darauf. Am Anfang dieses Wortes steht Ausland. Ausland, da komme ich etwas ins Schwärmen. Wie Sie oder wie die meisten von Ihnen war ich Auslandsschweizerin. Sogar 20 Jahre am Stück. Ich war für das EDA ungefähr in 11 verschiedenen Ländern tätig. Ausland bedeutete für mich immer Aufbruch zu Neuem, neue Impulse. Ja, und in der Mitte, da steht die Schweiz. Die Schweiz, meine lieben Damen und Herren, ist unser kleinster gemeinsamer Nenner. Dieser Schweiz bin ich für vieles dankbar, für meine Ausbildung, für etlich andere Dinge und ganz besonders hier in Basel. Und damit möchte ich zum Punkt kommen. Als Baslerin macht es mich sehr stolz und ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen, mich mit Ihnen auszutauschen. Und ja, in diesem Rahmen möchte ich Ihnen auch zu Ihren Wahlen herzlich gratulieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Flubacher. Es gibt noch die Gelegenheit, zwei, drei Fragen zu stellen, nicht eine Diskussion zu entfachen, aber vielleicht gibt es Verständnisfragen an Herrn Buri oder Frau Flubacher. Ja, gerne. Herr Knoblauch. Besten Dank, Herr Buri und Frau Flubacher. Die Ausführungen waren ausgezeichnet. Normalerweise in diesem Rat hören Sie oft Reklamationen oder Shortcomings. Diesmal möchte ich mich aber ganz positiv äußern. Denn zwei Sachen haben Sie angesprochen, die ich gerne bekräftigen will. Die Beziehung der Schweiz zu den jungen Auslandschweizern ist unglaublich wichtig. Ich nenne dies die zweite und dritte Generation, die wohl einen Schweizer Pass haben, aber die wenig direkte Beziehungen mit der Schweiz haben. Die müssen wir wieder einfangen, anbinden, interessieren, weiß ich was alles. Und Ihre Bemühungen in dieser Hinsicht sind sicher sehr, sehr lohnenswert. Die zweite Bemerkung möchte ich machen, dass in dieser Hinsicht der eben scheidende Generalkonsul der Schweiz in Sydney, Herr Ernst Steinmann, vorzügliche Arbeit geleistet hat in diesen Belangen. Er hat erstens neu muss ich sagen, Informationsabende in allen wichtigsten Städten Australiens arrangiert, wobei er der Hauptsprecher war und alle Fragen, die jungen oder die ältere Generation mit der Schweiz haben, erörtert wurden. Es kamen pro Abend, sage ich wie in Melbourne, kamen pro drei Abende, hat er veranstaltet, da kamen 70, 80, 100 Leute, dasselbe in Perth, dasselbe in Adelaide, Sydney und so weiter. Es kamen Leute an diese Abende, die hat man nie gesehen. Und sehr oft hat man gesehen, Väter oder Mütter mit ihren Kindern.
die sich für die Schweizer Fragen interessieren. Ich kann anfügen, dass das Schweizer Bürgerrecht das Nummer 1, das war das, und die für, das neue Bürgerrechtsgesetz und wie man Schweizer bleibt oder kann, werden kann, das war das Hauptthema und das Hauptinteresse. Aber in dieser Hinsicht muss ich dem EDA sagen, was Australien anbetrifft, Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Danke. Vielen Dank. Wir haben nicht mehr allzu viele Zeit für Diskussion, aber ich gebe das Wort noch diesen drei Herren. Ja. Herr Burgi, besten Dank für Ihren wunderbaren Vortrag. Ich halte es auch ganz kurz. Eine wichtige Sache vermisse ich heute. Es gibt eine Gesetzesänderung per 1. Januar nächsten Jahres, dass die Vergebung der Schweizer Bürgschaft über einen Generationssprung nicht mehr möglich sein wird. Vielleicht kann jemand noch dazu ein paar Äußerungen machen. Das ist ganz, ganz wichtig für alle Leute in Südamerika, in Afrika und so weiter, wo die Großväter ausgewandert sind und die Enkel jetzt Schweizer Bürgschaft. Ab 1. Januar 18 ist das nicht mehr möglich. Ja, vielen Dank. Ich sammle die Voten und dann gebe ich das Wort nochmal zurück an Herrn Buri. Ja, gerne. Und dann Herr Bloch. Oui, bonsoir, Kokinos Daten. Je suis très content d'écouter ce que M. Buri nous présente, bien que la traduction en français, ça ne marche pas vraiment maintenant, d'écouter ce que la Confédération et comment ça s'intéressait effectivement, aux communautés et d'établir un lien avec les communautés suisses. Toutefois, au plan local, on a toujours du mal à pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'elle peut faire l'EDA pour nous. Autrefois, il y avait les inspecteurs quand ils venaient sur place, ils venaient nous voir, ils venaient nous poser des questions. Maintenant, il n'y a que le consul qui nous donne des informations plus ou moins. On aimerait bien avoir ces liens directs peut-être avec l'EDA, avec la section consulaire de l'EDA, qui informe les délégués de l'étranger sur c'est ce qui se passe, les possibilités, les nouvelles possibilités, surtout pour ce qui est de nouveaux membres. Un lien donc direct de cette section de l'EDA avec les communautés suisses sur place. C'est ce qu'on demanderait. Oui? Ich gebe das Wort weiter. Vielen Dank. Herr Bloch. Zurückgezogen. Ja, dann haben Sie ja noch die Gelegenheit im Forum weitere Fragen und Diskussionen, Fragen zu stellen und Diskussionen zu führen. Ich gebe gern das Wort Herr Buri zur Beantwortung der offenen Fragen. Ja, vielen Dank für diese Rückmeldung, namentlich auch für die Rückmeldung aus Australien. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt eine Rückmeldung aus jedem Land erhalte und nachher Ihr Fahrplan völlig den Rhein runtergeht. Wir selber sind auch zufrieden, wie die Dinge in Australien gelaufen sind. In Sachen Bürgerrecht ist es in der Tat, gibt es eine Revision des Bürgerrechts, das in Kraft treten ist 1.18. Und ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie auf der Webseite des SEM, also des Staatssekretariats für Migration, unter Neues Bürgerrecht die Frequently Asked Questions anschauen. Es gibt dort eine Sequenz der sieben wichtigsten Fragen, die Ihnen das Ganze im Detail erklären. Weil es ist in der Tat ein bisschen schwierig, die Sache über einen Leisten zu brechen. Der Gesetzgeber, also das Parlament, eine differenzierte Gesetzesrevision erarbeitet. Zum direkten Kontakt der EDA-Zentrale mit den Gemeinschaften. Wir versuchen diesen wahrzunehmen, indem wir uns an den Kongressen zeigen. Also wir sind von der Zentrale her immer an den Kongressen präsent, sehr häufig nicht nur eine Person, aber jemand aus Bern reist an die Kongresse und versucht dort auch Feedbacks und Inputs entgegenzunehmen zu der Arbeit
der Vertretungen. Im Weiteren stehen wir selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung, wenn die Delegierten zusätzliche Kontakte mit uns von der Zentrale wünschen. Meine best investierte Zeit ist die Zeit hier mit Ihnen, weil ich einen sehr großen Multiplikatoreffekt habe. Aber was die Delegierten der ASO machen, ist nicht mein Entscheid, das ist der Entscheid der ASO. Was ich sagen kann, ist, ich werde keine Einladung ausschlagen. Ich hoffe, damit habe ich... je voulais répondre en français, mais j'ai oublié, j'étais déjà tellement en vitesse, vu la montre dorée qui nous approche du déjeuner. Mais aussi personnellement, je suis à disposition pour toute discussion. Je peux aussi vous assurer, vous avez mentionné les inspecteurs, aussi dans nos rapports d'inspection, les relations avec les Suisses de l'étranger font partie de la défense des intérêts de nos représentations et il y a toujours un chapitre là-dessus. Donc je suis assez au courant. Je prends note. Merci. Ich schließe mich dem Dankeschön an. Herr Buri, herzlichen Dank, nicht nur für die Präsentation und Ihre Rede und Antwort stehen. Vielen Dank auch Ihnen, Frau Flubacher. Ich möchte bei dieser Gelegenheit ein großes Dankeschön an das EDA und vor allem an den Botschafter Buri errichten. Wir haben bei ihm nicht nur offene Türen, sondern auch offene Ohren. Und das drückt sich in ganz konkreter Unterstützung aus, nicht nur finanzieller Art, sondern auf der ganzen Palette, sei es die Revue, sei es Jugendförderung, sei es Pilotversuche, also ich könnte weiterfahren. Es ist wirklich eine ganz erfreuliche, tolle Partnerschaft und Zusammenarbeit und dafür möchte ich jetzt in diesem Kreise auch herzlich Dankeschön sagen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, vor dem Mittagessen kommen wir noch zu einem weiteren Höhepunkt. Ich darf Frau Nationalrätin Schneider bitten, sie ist Präsidentin unserer, ich darf vielleicht nicht sagen Lobbyorganisation, aber es ist so etwas, unserer parlamentarischen Gruppe. Lobbying, Zusammenarbeit mit Parlament ist ein Thema. Wir haben es auch schon angeschnitten im Zusammenhang mit Banken. Sie sind Co-Präsidentin dieser Gruppe. Und Sie sind bereit, uns zu schildern, was Sie machen, wie Sie organisiert sind. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich Dankeschön sagen, auch das Wort geben. Darf ich Sie bitten? Besten Dank, Herr Präsident. Geschätzte Damen und Herren, nur ganz kurz. Ich möchte Sie nicht vom Mittagessen abhalten, aber es ist wichtig, Ihnen aufzuzeigen, dass es eine parlamentarische Gruppe Auslandschweizer gibt. Seit 2004 gibt es diese parlamentarische Gruppe. Die Gruppe hat über 100 Mitglieder aus sämtlichen Parteien. Und was sehr schön ist, wir verfolgen Themen nicht mit parteipolitischen Scheuklappen, sondern in der Regel sind wir uns bei den Themen der Auslandschweizer, welche Sie betreffen, sind wir uns eben einig. Diese parlamentarische Gruppe Auslandschweizer wird präsidiert von Carlo Sommaruga als Co-Präsident, langjähriger Präsident und mir als Benjamin dieses Präsidiums. Wir versuchen, aktuelle Themen aufzunehmen, ein Thema, durch welches ich zum Auslandschweizer Rat gekommen bin, das ist E-Voting. E-Voting ist ein leidliches Thema, das betrifft Sie ganz konkret. Es harzt mit E-Voting, wir haben Opposition von links und rechts diesbezüglich aus verschiedenen Gründen, einerseits Sicherheitsfragen, andererseits möchte man sich nicht allzu stark in die Karten schauen lassen durch Überwachungsmöglichkeiten. Aber E-Voting ist auch für mich ein Thema des der parlamentarischen Gruppe Auslandschweizer, welches wir nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Ein weiteres Thema, welches uns verfolgt, das ist Doppelbürgerschaft. Das Thema wurde jetzt nicht genannt. Wir haben Vorstöße im Rat, dass bei neuen Neueinbürgerungen die Doppelbürgerschaft verloren geht. Das ist ein Thema, welches uns auch noch verfolgen wird und welches wir auch in unserer parlamentarischen Gruppe anschauen müssen. Wir haben ein weiteres Thema, über welches ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Das ist diese ganze leidige Geschichte mit der Bankenpolitik. Wir werden heute Nachmittag nochmals darüber reden. Sie haben unsere Ausführungen vorher gehört und ich hoffe wirklich, dass wir hier in Zusammenhang auch mit der Motion Lombardi, aber auch mit der Motion Wehrli betreffend Postfinanz, dass wir hier wirklich Lösungen finden, welche ihnen gerecht werden und welche, mit welchen auch die Großbanken arbeiten können. Ein Thema, welches zwar nicht direkt in der parlamentarischen Gruppe behandelt wird, aber in der Außenpolitischen Kommission. Ich bin Vizepräsidentin der Außenpolitischen Kommission, ab 1. Januar Präsidentin dann. Das ist das ganze Außennetz. Die Strategie des Bundesrates betreffend Außennetz ist uns Mitgliedern nicht immer bis ins Detail klar. Wir verstehen manchmal nicht auf Anhieb, wieso eine Botschaft wo geschlossen wird und am anderen Ort dann eben nicht. Das ist ein Thema, welches wir auch zusammen mit Roland Büchel intensiv verfolgen. Da sind wir aber auch angewiesen auf Sie. Welche Erfahrungen machen Sie mit Ihrer Botschaft in Ihrem Land? Sind Sie zufrieden mit den Dienstleistungen? Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Und wenn Sie beim EDA anstehen, dann sind wir als politisches Gremium, sind wir wirklich auch bereit, mit Ihnen das Gespräch zu suchen und Lösungen für Ihre Anliegen auch zu finden. Wir haben auch im Parlament aktuelle Diskussionen betreffend der Struktur der Außennetze, betreffend der integrierten Botschaften, das heißt die Integration der DEZA. In die Botschaften der Kooperationsbüros. Auch das gibt immer wieder Anlass zu kontroversen Diskussionen. Ich habe es gesagt, für mich ist es wichtig, dass wir nicht nur Aktualitäten verfolgen, dass wir nicht nur reagieren, sondern dass wir auch neue Themen setzen können, dass wir ein eigenes Agenda-Setting haben. Das kam meines Erachtens ein bisschen zu kurz, das weiß auch die ASO. Und da sind wir für, auf Sie als Think Tank von Themen, welche Ihnen dann wieder nutzen, angewiesen. Und ich hoffe, dass wir eine aktive Zusammenarbeit finden zwischen der ASO, zwischen der parlamentarischen Gruppe Ausland Schweizer. Und ich stehe Ihnen auch im Anschluss nachher beim Mittagessen oder auch noch am Nachmittag sehr gerne zur Verfügung und nehme Ihre Anliegen entgegen. Nicht nur ich, auch Laurent Wehrli als Mitglied der parlamentarischen Gruppe und auch Roland Büchel und auch Herr Guldimann. Also sind sämtliche Parteien hier gut vertreten und ich hoffe, Sie kommen auf uns zu. So, besten Dank und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute. Vielen Dank. Also ich empfehle Ihnen, Frau Schneider, beim Wort zu nehmen. Und das gilt auch für die anderen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die unter uns sind. Sie stellen sich der Diskussion, Sie sind Ansprechpersonen und Sie warten darauf, von uns angesprochen zu werden. Da haben wir bereits eine Zusammenkunft eingefädelt mit der Gruppe, die Sie gerade vorgestellt haben. Am 13. September, das einfach zur Information, findet ein Frühstück um 7 Uhr im Bundeshaus statt, wo wir die ASO-Direktion, Vertreter von uns, diese parlamentarische Gruppe treffen werden. Also herzlichen Dank, Frau Schneider, für die Zusammenarbeit, auch dass Sie heute mit uns eigentlich demonstriert haben, dass wir gemeinsam Interessen haben und intensiv zusammenarbeiten werden. Zur Information noch, darf das anfügen, Frau Schneider ist auch in Basel und in dieser Region sehr verankert. Sie ist auch Präsidentin der Handelskammer Beider Basel. Also das ist vielleicht auch noch interessant für den ein oder anderen Unternehmer unter Ihnen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gibt es noch dringende Fragen? Sonst würde ich sagen, nehmen Sie die Gelegenheit in den Pausen wahr. Ich sehe, es sind noch zwei, drei Hände raufgegangen. Ich mache die Reihenfolge, Tim Guldimann und nachher Herr Muheim. Zuerst Tim Guldimann. Danke, dass ich als Internationalratte, wie ich charmanterweise heute Morgen bezeichnet worden bin, noch kurz das Wort zu dieser Frage der Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und den Auslandschweizern eingehen kann. Selbstkritisch als Erfahrung der letzten anderthalb Jahre im Parlament, ich glaube, das ist noch nicht optimal. Was mir auffällt, ist der Gegensatz zwischen einerseits enormen Goodwill, die fünf der Schweiz in der Schweiz hat, im Parlament, Stichwort Kredit für die Revue, im Bundesrat, Stichwort die ausgezeichneten Dienste des EDA, das hat sich wirklich verbessert, Stichwort Öffentlichkeit. Also wir haben sehr viel Goodwill. Die Frage ist, ob wir diesen Goodwill tatsächlich umsetzen in eine effiziente Lobbyarbeit. Und ich nehme mich selbst an den Ohren hier. Ich stelle einfach fest, das läuft noch nicht gut. Es wurde erwähnt, wie das gelaufen ist mit der Bankengeschichte. Es gibt andere Beispiele. In der AHV war die ganze Debatte ziemlich chaotisch im Rat und die Anliegen des Auslandschweizer Gemeinschaft ist zu wenig da reingekommen. Ich stelle mir Folgendes vor. Erstens, ich werde eine Motion machen in der Herbstsession, um zu versuchen, den Bundesrat dazu zu bringen, jeden Bericht für ein neues Gesetz im Kapitel Auswirkungen, um die Bemerkung zu erweitern, welche Auswirkungen hat jedes neue Gesetz für die Auslandschweizer. Das würde es der ASO ermöglichen, frühzeitig ranzugehen, um die Freundschaftsgruppe zu mobilisieren in einem Moment, wo die Frage noch in den Kommissionen ist. Und ich glaube, das Zweite, die Lobbyarbeit könnte ich mir sehr gut so vorstellen, dass die Auslandschweizer Organisation selbst parlamentarische Vorstöße schreibt und zu uns kommt und sagt, hey, bringt den vor. Also ich glaube einfach, dass wir die Lobbyarbeit noch verbessern können. Es wurde von dieser parlamentarischen Gruppe gesprochen, das sind 100 Leute. Das heißt nicht viel. Es gibt vielleicht etwa 100 solche Gruppen. Und die Parlamentarier wissen gar nicht, in welcher Gruppe sie überall dabei sind. Wichtig ist, dass man diese 100 Menschen frühzeitig aktiv angeht und sagt, ihr seid hier Teil dieser Organisation, bitte setzt euch ein, nicht erst im Plenum, sondern sogar schon frühzeitig in den Kommissionen, wenn irgendein Aspekt, der nicht bekannt ist, a priori die Auslandschweizer betrifft. Und ich halte das für sehr wichtig. Also ganz generell ein Bereich, der sehr im Argen liegt, sind die Krankenkassen. Ich hoffe einfach, dass wir dem eine große Aufmerksamkeit widmen. Ja. Danke. Vielen Dank. Also wir sind dankbar für jede Unterstützung. Und Ihr Vorstoß leuchtet mir ein, finde ich super. Und Herr Buri, denke ich, kann sich bereits eine neue Mitarbeiterin oder Mitarbeiter aussuchen. Da wird viel Arbeit auf Sie zukommen. Herr Muheim. Ja. Franz Muheim, Edinburgh. Frau Schneider, das war eine sehr schöne Rede. Sie haben alles, Sie haben die richtigen Worte verwendet, oder? Diese Auslandschweizer Gruppe ist für uns bereit, macht alles gute Sachen. Nur, es gibt 100 Leute, wie viele von denen sind hier? Ich weiß, die Nationalräte sind alle busy und wir können nicht erwarten, dass alle hierher kommen. Aber um die Probleme der Auslandschweizer zu verstehen, braucht es einen Dialog. Das heißt, den müssen wir intensivieren. Ich hoffe, dass Sie von nun an jede Sitzung kommen. Ich hoffe, dass mehrere von Ihnen kommen. Und die andere Seite, auf der anderen Seite, ich habe es vorher schon gesagt, wir müssen auch mehr tun. Der Präsident hat diese Sitzung, dieses Morgenessen erwähnt. Etwas, was der Rat diskutieren könnte, könnten wir nicht mal eine Sitzung in Bern haben, währenddem das Parlament tagt und dann eine gemeinsame Sitzung organisieren oder das Wichtige ist der Dialog. Nur dann sehen Sie, wo uns der Schuh drückt. Und ja, Banken, E-Voting, der Schuh drückt uns. Vielen Dank. Vielen Dank auch.
Sie haben, nehmen Sie das als Kompliment, Sie sind gefragt, Frau Schneider. Und ich freue mich auch, dass Sie hier jetzt referiert haben und uns auch das signalisiert haben, dass wir enger zusammenarbeiten möchten. Wir haben wirklich ein Problem gehabt bis jetzt mit insbesondere Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Bei allem Verständnis, dass Sie wirklich sehr beschäftigt sind, haben Sie sehr oft suchen müssen. Sie sind einfach nicht in die Sitzung gekommen. Und wenn sich das ändert für die nächste Legislaturperiode ganz generell, dann sind wir schon sehr, sehr glücklich. Wir dürfen auch nicht Illusionen eingehen. Ich will es wirklich sagen. Also während der parlamentarischen Session mit Parlamentariern eine Sitzung zu machen, das halte ich für nahezu unmöglich. Wir haben das Unmögliche versucht, das drückt sich darin in der Zeit aus. Wir müssen um 7 Uhr anklopfen, damit dann ein paar kommen. Das sind dann nicht 100, die kommen. Das sind, ich hoffe, auf ein Dutzend, aber das ist sehr optimistisch. Also, es ist so intensiver Bienenhausbetrieb im Bundesparlament, dass wir uns auch keine Illusionen machen dürfen. Aber es ist klar, also wir haben verschiedene Anstöße bekommen, um unser Lobbying zu überdenken. Wir ziehen Konsequenzen daraus, das hat schon Früchte getragen. Es ist kein Zufall, dass wir unmittelbar nach diesem Bankendebakel das auffangen konnten mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern und das neu starten konnten auf eine grandiose Art. Und da haben unsere Parlamentarier, Herr Werle und Herr Lombardi, allen voran, haben also fantastisch gewirkt. Also wir müssen uns, es ist klar, insgesamt verbessern. Und da zählen wir auch weiterhin und zukünftig auf Frau Schneider und Kompanie. Vielen Dank. Zum Mittagessen kommen wir jetzt. Es ist 20 nach 12, wir sind ein bisschen Verzug. 13:30 Uhr ist das okay für den Stehlunch, dass wir dann weiterfahren. Stehlunch ist der Akt im Vorraum. Gibt es noch etwas Organisatorisches? Bitte? Auch auf Terrasse, wir haben ein schönes Wetter, blauer Himmel, nehmen Sie auch auf der Terrasse Platz. Wir treffen uns wieder, 13:30 Uhr, ich wünsche Ihnen eine gute. Vielen Dank.